Schurgorillas und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr solche Drifts hinbekommt. Bevor das Video aber jetzt hier losgeht, möchte ich noch eine Kleinigkeit anmerken, und zwar hatte ich das Video hochgeladen und im Nachhinein gemerkt, wie schlecht die Tonqualität war. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze wieder runterzunehmen und das Voice-Over neu aufzunehmen, und das mache ich jetzt hier in diesem Video. Let's go! Also, in meinen Livestreams wurde ich des Öfteren gefragt, wie ich so gut driften kann und ob ich nicht so ein Video darüber machen könnte. Und ja, heute sind wir hier und machen jetzt ein Drift-Tutorial, und ich versuche euch das Ganze ein bisschen näher zu bringen und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen helfen kann. Ich werde euch in diesem Video die wichtigsten Punkte, die meiner Meinung nach an oberster Stelle stehen, erklären und versuchen, das Ganze so gut es geht rüberzubringen. Doch bevor es losgeht, will ich euch ein paar Autos zeigen, mit denen ich relativ gut driften kann und wo ich finde, die sich gut zum Driften eignen. Da haben wir zum Beispiel den Rapid GT, mit denen lassen sich richtig schnelle Drifts machen. Oder auch zum Beispiel der Karin Futu, ein günstiges Anfängerfahrzeug, womit man keine Glitches braucht oder ähnliches, damit man mit dem Wagen driften kann. Das nächste Auto ist der Nebula Turbo, und das Auto ist das erste Auto in GTA, was wirklich zum Driften ausgelegt ist. Das heißt, ihr müsst hier wirklich nichts machen, das Auto eignet sich wirklich top zum Driften, gerade auch für Anfänger. Allerdings ist das Problem bei diesem Auto, es ist wirklich sehr teuer. Der Benefactor Schwarzer ist auch ein sehr gutes Anfängerauto, mit ihm lassen sich wirklich geschmeidige Drifts ziehen. Kommen wir nun zur Benji. Ich bin der Meinung, dieses Auto ist das beste Driftauto hier in GTA. Und wenn man dieses Auto beherrscht, hat man absolut keine Probleme, andere Fahrzeuge, die sich gut zum Driften eignen, zu fahren. Deswegen wird unser Hauptfokus die Benji sein. Und wir werden das Ganze so nach ihr ausrichten. Wo ihr sie herbekommt, ganz einfach. Dazu geht ihr einfach in euer Handy, geht da einfach unter Reisen und Transport und geht auf die Seite von Bennys. Hier scrollt ihr jetzt einfach runter und sieht dann ganz rechts, ist die Banshee für 105.000 GTA Dollar. Wenn ihr das Auto kauft, ist das Auto erst in der Sportversion, und dann habt ihr die Möglichkeit, das Auto für 339.000 GTA Dollar auf die Supersportwagen-Version aufzurüsten. Ich werde das Auto jetzt bei Bennys tune und euch zeigen, worauf es bei diesem Auto ankommt. Wir sind jetzt bei Bennys und das Auto ist noch in der Sportvariante. Wir werden den Wagen jetzt aufrüsten und das kostet uns nochmal 339.000 GTA Dollar. Und das Auto kommt dann automatisch in die Supersportwagen-Kategorie. Aber warum mache ich das? Dadurch hat der Wagen auf jeden Fall mehr Leistung und eignet sich dann nochmal besser zum Driften. Wir werden das Auto jetzt im Schnelldurchlauf tunen und ich werde jedes Mal anhalten für die Tuning-Teile, die auf jeden Fall notwendig fürs Driften sind und Auswirkungen haben. Dazu fangen wir mit der Panzerung an. Die Panzerung könnt ihr im Prinzip weglassen und euch das Geld sparen, denn wir werden das Auto nachher mit einem Tieferlegungsglitch tiefer legen und da brauchen wir auf jeden Fall keine Panzerung. Mit der Panzerung könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr einstecken, das ist richtig, aber wir wollen das Auto auf jeden Fall nachher tiefer setzen und das machen wir am besten, indem wir keine Panzerung drauf haben. Weiter geht's mit den Bremsen. Da könnt ihr auf jeden Fall die Rennbremsen montieren. Manche sagen, fürs Driften braucht ihr keine Bremse, aber da ich das Auto eventuell bei einem Rennen verwenden möchte, werde ich hier auf jeden Fall die Rennbremsen montieren. Was auf jeden Fall offensichtlich ist, ist natürlich die Motorabstimmung. Hier solltet ihr natürlich die EMS-Verbesserungsstufe 4 montieren, damit das Auto auch ordentlich Bums hat. Fast painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't
don't ask. Grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the view. Kommen wir nun zu einem wichtigen Tuning-Teil, und das ist der Spoiler. Gerade für Anfänger würde ich da empfehlen, den Spoiler wegzulassen. Warum? Weil der Spoiler dafür sorgt, dass wir Anpressdruck auf der Hinterachse haben. Das heißt, das Heck wird runtergedrückt und somit haben wir mehr Traktion. Und beim Driften kommt es halt darauf an, dass man ein relativ leichtes Heck hat, damit das gut zum Rutschen kommt. Deswegen würde ich da auf jeden Fall empfehlen, den Spoiler wegzulassen. Das macht das Driften auf jeden Fall viel einfacher. Für Fortgeschrittene könnt ihr ruhig einen Spoiler montieren. Das bleibt euch auf jeden Fall selbst überlassen. Kommen wir nun zur Federung. Hier werde ich auf jeden Fall die beste Federung reinmachen. Es gibt Drifter, die schwören darauf, dass die Straßenfederung die beste sein soll zum Driften. Aber ich habe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemerkt und habe für mich einfach die Sportfederung reingemacht und habe gemerkt, dass ich damit sehr, sehr gut klarkomme. Bei der Banshee haben wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit, die Heckklappe optisch zu verändern. Merkt euch eins, das ist nur aus optischen Gründen und hat hier auch auf jeden Fall keinerlei Auswirkungen auf die Performance, deswegen könnt ihr euch hier eigentlich austoben. Weiter geht's hier mit dem Getriebe. Hier wählen wir natürlich das Renngetriebe aus. Wenn wir das haben, gehen wir zum Turbo und machen hier noch Turbo-Tuning und dann sind wir auch schon bei den Reifen. Bei den Reifen bleibt es euch eigentlich selbst überlassen, welche Felgen ihr hier auswählt. Ich mag eigentlich so diese SUV-Felgen in Chrom und die montiere ich jetzt in dem Fall dran. Kommen wir nun zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt und das sind die Reifen an sich, die Reifenverbesserung. Da solltet ihr auf jeden Fall die schusssicheren Reifen nicht montieren, denn das ist auf jeden Fall ausschlaggebend für das Tieferlegen gleich, wenn wir driften möchten. Denn wenn ihr die schusssicheren Reifen drauf habt, könnt ihr die Autos nicht tiefer legen. Und deswegen empfehle ich euch da, die schusssicheren Reifen nicht zu montieren. Klar gibt es ein paar Fahrzeuge nach dem Casino-Update, die sich trotzdem nicht tiefer legen lassen, aber generell empfehle ich euch, die schusssicheren Reifen wegzulassen. Das ist nämlich sehr, sehr ausschlaggebend für das Driften gleich und das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal erörtern mit euch. Wir haben jetzt alle wichtigen Anbauteile montiert und ich habe eigentlich alles erklärt. Da wo der Schnelldurchlauf lief, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das Auto da an dieser Stelle anders tunen möchtet oder euch einfach das Geld spart. Ich würde sagen, es geht jetzt weiter zum Flughafen und da werde ich euch die nächsten Schritte erklären. Wir sind nun am Flughafen angekommen und hier werde ich euch jetzt ganz grob erklären, wie man das Fahrzeug nochmal tiefer legt. Ich hatte euch ja gesagt in der Tuning-Werkstatt, dass ihr keine schusssicheren Reifen drauf haben dürft. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, dass einige Fahrzeuge nach dem Casino-Update sich nicht tiefer legen lassen, weshalb auch immer. Ihr wählt jetzt einfach eine Waffe eurer Wahl. Ich nehme immer in diesem Fall die Heavy Sniper. Mit der liebe ich es, die Autos tiefer zu legen, weil das ganz präzise und ganz genau funktioniert. Wir schauen uns jetzt mal den Abstand zwischen Kotflügel und Felge an. Wie wir sehen, ist da auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Mit unserem Tieferlegungsglitch werden wir das Ganze jetzt verringern bzw. das Auto runtersetzen. Doch wie geht das? Ich hatte ja gesagt, es gibt da mehrere Varianten. In dem Fall machen wir folgende Variante. Wir zielen zwischen Hinterreifen und Heckstoßstange genau in diese Lücke und schießen da jetzt so oft rein, bis der Wagen runtergeht. Und wie wir sehen können, ist der Wagen schon mal eine Stufe runtergegangen und werden jetzt nochmal auf diese Lücke schießen, damit der Wagen insgesamt ein zweites Mal runtergeht. Denn insgesamt lassen die Autos sich in der Regel zwei Stufen tiefer legen. Es kann sein, dass manche Autos bei dieser Variante explodieren. Da solltet ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen und euch das Video nochmal anschauen zum Tieferlegen. Da erkläre ich nochmal ganz genau, welche Varianten es gibt und welche Autos, beziehungsweise dass die Autos dann auch mit den anderen Varianten nicht explodieren. So, kommen wir nun zu dem Vorderrad. Hier wählen wir die Lücke zwischen Vorderrad und Seitenschwelle. Schießen insgesamt hier auch nochmal viermal drauf und wir sehen, das Auto ist insgesamt zweimal runtergegangen. Und hier ist auch nochmal der Aspekt mit der Panzerung. Denn Leute, hätten wir jetzt die 100%ige Panzerung drauf, würde es das Tieferlegen auf jeden Fall erschweren und wir müssten viel öfters draufschießen, würden somit viel mehr Zeit verlieren und auch Munition.
Wir haben das Auto jetzt gleichmäßig tiefer gelegt und kommen jetzt zu einer weiteren Lektion. Die nennt sich Double Clutch. Mit Double Clutch können wir dem Wagen einen zusätzlichen Boost verpassen. Warum brauchen wir diesen Boost? Das Problem mit den Autos in GTA ist, wenn man mit denen driften möchte und mitten im Drift ist, fehlt dem Wagen sozusagen der Boost. Und wir versuchen dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Power zu verleiten und das können wir mit einem Double Clutch machen. Ich werde euch jetzt hier nun die normale Beschleunigung von dem Fahrzeug zeigen, ohne Double Clutch. Wir haben am Anfang ein bisschen Wheelspin und ansonsten verhält der Wagen sich ganz normal und beschleunigt ganz normal durch. Nun zeige ich euch die Variante mit Double Clutch. Ihr beschleunigt am Anfang ganz normal durch. Und sobald der Gangwechsel von 2 auf 3 ist, geht ihr ganz kurz vom Gas, tippt einmal kurz die Handbremse an und gebt sofort wieder Gas und verpasst dem Auto einen zusätzlichen Boost. Bei manchen Autos ist es auch so, oder ihr könnt es auch mal versuchen, einfach mal Vollgas zu geben und sobald der Gangwechsel von 2 auf 3 ist, einmal ganz kurz nur die Handbremse antippen und weiter auf dem Gas zu bleiben. Ich werde euch das Ganze jetzt gleich auf jeden Fall in Zeitlupe nochmal einblenden, damit ihr nochmal ganz genau sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Nun zeige ich euch das Ganze hier nochmal in Zeitlupe. Wie ihr oben rechts sehen könnt, habe ich da den Tacho eingeblendet und anhand von dem Ausrufezeichen seht ihr immer, wann ich die Handbremse drücke. Wir beschleunigen am Anfang ganz normal durch. Sobald wir jetzt gleich den Gangwechsel haben von 2 auf 3, tippen wir gleich ganz kurz die Handbremse an und geben weiterhin Vollgas. Ihr könnt auch versuchen, einfach mal kurz vorm Gas zu gehen, die Handbremse antippen und sofort wieder Gas zu geben. Aber in der Regel dürfte das auch funktionieren, indem ihr einfach bei dem Gangwechsel von 2 auf 3 einfach wieder Vollgas gibt. Wichtig ist, Leute, es funktioniert nicht bei allen Gangwechsel. In der Regel ist es immer der erste und zweite oder von 2 auf 3. Wir haben jetzt alle wichtigen Voraussetzungen, die fürs Driften wichtig sind, durchgenommen. Nun kommen wir zum Eigentlichen, zum Driften. Das Ganze werde ich jetzt in einem Job machen. Ganz wichtig, ihr könnt das Ganze natürlich auch in einer Lobby machen, aber ich empfehle eher das Ganze, vor allen Dingen, wenn ihr am Üben seid, in einem Job zu machen. Den Job hat mein lieber Freund Simon erstellt. Wenn ihr Interesse an dem Job haben solltet, kommt einfach in den Discord, da kriegt ihr den Link zu dem Job und ich würde sagen, wir schalten rüber zu dem Job. Wir sind nun in dem Job angekommen und wir werden jetzt am Anfang wieder den Tieferlegungsglitch anwenden, aber wichtig ist zu beachten, Leute, dass in manchen Jobs die Autos sich ein bisschen unterschiedlich verhalten, das heißt, dass der Tieferlegungsglitch nicht immer gleich ist. Das heißt, ihr müsst viel öfters auf das Auto draufschießen, als wie wenn ihr das in der Open Lobby macht oder in der geschlossenen Lobby, je nachdem. Aber in dem Job verhalten sie sich manchmal unterschiedlich. Genauso war das hier der Fall. Hier musste ich viel öfters draufschießen, damit der Wagen 2 Stufen jeweils runterging. Das habe ich gemacht und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter direkt zur ersten Station. Okay, wir haben jetzt hier den Eingang zu dem Driftbereich und hier haben wir auf jeden Fall diverse Stationen, die wir hier abfahren können. Wir werden gleich hier auf jeden Fall klein anfangen und um einen Baum herum sozusagen driften. Und wie gesagt, wenn ihr den Link zu dem Job haben möchtet, kommt einfach zu uns in den Discord. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr nach dem Job sozusagen anfragen. Wir fahren jetzt hier zu dem Baum und versuchen jetzt hier um den Baum herum zu driften. Ich werde jetzt gleich ein Tacho und die Vorderachse einblenden, damit ihr immer sehen könnt, wie ich mich hier verhalte. Wir haben ja am Anfang Wheelspin, den wir mit in die Kurve nehmen. Sobald wir in die Kurve fahren, drücken wir nochmal Handbremse, um den Wagen anzustellen. Sobald wir den Wagen angestellt haben, sozusagen in Position gebracht haben, geben wir dabei Vollgas. Und gucken immer, dass wir das Gas so ein bisschen dosieren und immer zwischendurch auf die Handbremse drücken, wenn wir merken, dass die Puste ausgeht. Den Radius von dem Drift können wir anhand unserem Gaspedal sozusagen einstellen. Und umso mehr Gas wir geben, desto weiter nach außen geht der Wagen. Wir müssen halt auch immer gucken, dass wir anhand der Vorderachse, dass wir immer ein bisschen gegenlenken, um den Drift zu halten. Wenn wir das Ganze so ein bisschen beherrscht haben, sind wir auf jeden Fall bereit für die nächste Station und fahren auch direkt gleich rüber.
Wir sind nun bei der nächsten Station und hier möchten wir einmal groß drum herum driften, also so eine Art Riesenkreis machen. Wenn wir das gemacht haben, driften wir von dort aus dann gleich in diesen inneren Bereich, der hier links zu sehen ist. Also hier geht's dann rein, ab in den inneren Bereich und hier driften wir auch nochmal drumherum. Wenn wir das gemacht haben, driften wir dann aus diesem Bereich raus. Ich werde euch jetzt hier wieder Auto und Tacho wieder einblenden, damit ihr genau sehen könnt, wenn ich die Handbremse drücke, in dem Fall zum Beispiel dieses Blinken. Das ist jedes Mal, wenn ich die Handbremse drücke. Und das Auto, damit ihr einfach immer wieder sehen könnt, wie sich die Vorderachse verhält, dass ich immer wieder gegenlenke, gegenarbeite, damit ich das Auto in Position halte. Wir geben Vollgas, lenken das Fahrzeug ein und leiten den Drift ein, indem wir dann nochmal den Boost machen, indem wir immer wieder die Handbremse drücken. Und wichtig ist immer, praktisch gleichzeitig, während ihr den Boost macht bzw. die Handbremse drückt, dass ihr in dem Moment auch immer gegenlenkt. Immer schön gegenlenken, Gas geben und den Drift halten. Und dann könnt ihr auch schon mal versuchen, von Position bzw. von Station zu driften. Ich bin jetzt hier direkt zum Baum gedriftet und von dort aus zum Reifenstapel. Und ihr könnt sehen, ich arbeite immer gegen, ich halte immer dagegen, indem ich gegenlenke und variiere immer zwischen Handbremse, Gas geben und sozusagen verpasse ich dem Wagen wieder den Booster mit und kann somit den Drift länger ziehen. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte, und zwar wie man langgezogene Bremsspuren zieht. Manche Leute sehen das als Driften, aber ich persönlich sehe es nicht als Driften, sondern als nette Show-Einlage. Wie geht das Ganze? Wir geben am Anfang Vollgas und während wir den Wheelspin haben, also sozusagen mittendrin, halten wir dann die Bremse gedrückt. Und kurz bevor das Auto zum Stehen kommt, lassen wir die Bremse los, damit der Wagen weiter Gas gibt und wieder in diesen Wheelspin weitergeht. Und sobald der Wagen dann wieder in diesen Wheelspin weitergeht, ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen hat, halten wir wieder L2 gedrückt, damit der Wagen zum Bremsen kommt und lassen die Bremse dann wieder los, um wieder Gas zu geben. Und das machen wir dann immer so ein bisschen im Wechsel, immer mal wieder bremsen, Bremse loslassen, bremsen, Bremse loslassen und ziehen damit einen langen Burnout. Es ist auf jeden Fall eine nette Show-Einlage, aber ich finde, das ist halt nicht wirklich Driften, sondern einfach eine langgezogene Bremsspur ziehen. Wir haben jetzt hier eigentlich alle wichtigen Drift-Aspekte hier genannt und erklärt. Jetzt liegt es eigentlich nur noch an euch hier, das Ganze noch ein bisschen zu üben. Wir werden jetzt hier einfach mal Station für Station abklappern. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der Einlage. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. So Leute, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video auf jeden Fall weiterhelfen konnte. Ich weiß, es ist ein bisschen scheiße gewesen wegen dem Voice-Over, aber mir lag wirklich sehr viel daran, dass die Tonqualität auf jeden Fall besser ist und wollte nicht irgendeinen Scheiß hochladen. Ich hoffe, dass ich euch wirklich mit diesem Video weiterhelfen konnte, denn ich habe euch wirklich das Driften so versucht näher zu bringen, wie ich es so am besten kann. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die es auf jeden Fall besser können. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall helfen konnte. Und wir haben in dem Fall wirklich die Banshee genommen. Warum? Weil dieses Auto wirklich König aller Klassen ist. Und wenn ihr das Auto zum Driften beherrscht, dann sind andere Autos wirklich
ein Kinderspiel. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr eine Menge Spaß mit dem Video habt und ich bedanke mich wirklich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, tut mir doch den Gefallen. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare Hashtag DriftKing, damit ich sehen kann, wer von euch bis hierhin geschaut hat. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video so gefallen hat, würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr ein Like oder auch ein Abo da lässt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, euer Gorilla.